Ja, lang geht weiter. So. Okay, dann haben wir hier noch. Ist mal halbwegs aufgeräumt da hinten. Den hier, die schnappen wir uns noch. Ich finde dazu lustig, wenn die umfallen. Das Geräusch, was die da machen. So, schauen wir hier nach in den Ecken. Da ist also nichts weiter drin. Okay. Das ist die Tür. Den großen Raum hier haben wir auch soweit. Alles abgeklappert, ja. Oh, dann. Oh, dahinter lauern sie schon wieder. Mal sehen, ob wir sie hierhin locken können, denn der Charge Bolt, der geht auch durch die Gitter durch. Oh, der hat was Schönes fallen lassen. So, gehen wir auf die Seite hier. Na. So, jetzt sollte dahinter Ruhe sein. Kiste und Gold. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Ja, den hat's doch noch erwischt. Hier durch, da haben wir eine kleine Kiste. Okay, dann müssen wir das Skelett erstmal so wegprügeln. Oh, jetzt wird es hier ein bisschen stressig. Ich sehe mal zu, dass ich mich hinter eine Tür verziehe, die ich hinter mir zumachen kann. So. Mein Staff of Charge Bolt. Der ist leer, der hat keine Ladungen mehr. So. Ich könnte jetzt den Shortbow nehmen. Ich brauche hier mal ein bisschen zum Waffenwechsel. Und Fireball Spell Level 2. Den kann ich schon. Den kann ich mir dann also hier auf die rechte Maustaste packen. Na? Pfeile brauche ich für den Bogen nicht. Sondern ich bleibe einfach mit gedrückter Shift-Taste auf der Stelle stehen und dann kann ich mit der linken Maustaste schießen. Und mit der rechten Maustaste haue ich einen Fireball raus, der erstmal recht effektiv ist. Ne? Na? So. So. Hier hat doch jemand was fallen lassen, bin ich der Meinung. Ist aber nix. So, dann werden wir erstmal wieder den Stab benutzen, um uns zu heilen. Und ja, ich packe mir den auf F5, dass ich da den Fireball zack, dann immer griffbereit habe. So. So, hier geht's dann durch. Ah ja, da liegt noch Geld. Aber sonst liegt hier nichts weiter. Die kleine Kammer. Zack. Und das zweite Level up. Jetzt kann ich hier meine Magic hochdrehen. Die anderen Werte. Ich verteile das mal halbwegs gleichmäßig, beziehungsweise der eine Punkt, der dann übrig bleibt, geht dann in die Magie, denn allzu schwach sollte der Zauberer ja auch nicht sein, damit er halt Rüstungen tragen kann. Und den Zombie versuchen wir mal ganz genüsslich mit dem Bogen hier fertig zu machen. Da seht ihr auch schon mal, dass das nicht so einfach ist. Am besten trifft man mit dem Bogen nämlich, wenn man wirklich in gerader Linie zum Objekt steht. Ach, schön. Full Healing. Noch eine Potion.
Das sieht doch gut aus. Oh, dann haben wir hier noch eine kleine Kiste. Oh, und ein Dolch, ein Dagger. Hier unten haben wir einen. Müsste auch noch identifiziert werden. Er hat also magische Kräfte. Na, wie Fernand Branca. Von dem sagt man ja auch, er habe magische Kräfte. So, oh. So, das ist das Schöne am Feuerball. Da kann man relativ schnell doch mit aufräumen. So, hier haben wir ein Skeleton Tome, also ein Podest aus Knochen. Da haben wir eine Scroll of Healing drauf. Sehr schön. Kann man sicherlich alles noch gebrauchen. Das wird alles noch verwendet. Hier kommt nichts um. So. Ich werde zwischendurch einfach mal abspeichern. Das muss man nämlich bei Diablo 1. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Bei Diablo 2 ist es ja so, dass automatisch gespeichert wird. Bei Diablo 3 wohl auch. Ja. Dass man aber wirklich selber ans Abspeichern denken muss. Daran musste ich mich beim Einspielen hier erstmal wieder gewöhnen. Das war wirklich eine Umstellung. Ist man erstaunlicherweise heute gar nicht mehr gewöhnt. So. Oh, da haben wir ein Buch. Sehr schön. Na. So, sammeln wir hier noch das Buch auf. Können wir das Buch schon lesen? Ja, Book of Holy Bolt. Okay, das ist ein Zauber, der nur gegen Untote wirkt. Also Skelette zum Beispiel, Zombies. So. So. Laden wir hier mal wieder unser Mana auf. Da sollten wir dann zusehen, dass wir da noch ein paar Püllekins finden. Aber erstmal sind wir hier soweit mit diesem Teil fertig. Ja, Diablo 2, Diablo war ja schon berühmt, oder es war halt eine Sensation, dieses Level-Design-System, dass halt die Levels in jedem Spiel anders aussehen. Jedes Mal, wenn man das Spiel neu startet, Singleplayer oder Multiplayer, egal, dass diese Levels, diese Labyrinthe hier immer unterschiedlich aussehen. Und ich mache mich mal, glaube ich, zurück nach Tristram auf den Weg. Entschuldigt das Räuspern. Your death will be avenged. Jawohl, das müssen wir leider immer sagen. Ne? Das, aus dramaturgischen Gründen ist das einfach notwendig. So, dann wollen wir mal sehen. Ich glaube, wir müssen zuerst zu Adriana. Bei der kriegen wir nämlich die Scrolls of Identify, die wir brauchen, beziehungsweise wir brauchen sie ja nicht, sondern Deckard Cain kann ja die Sachen für uns identifizieren. Jawohl, gehen wir noch gleich mal zu dem guten Menschen hier. Hello, my friend. Stay a while and listen. Ja, würde ich ja gerne, aber ich habe Arbeit für dich. Jawohl, den Säbel, 17 Strength, den könnte ich inzwischen tragen. So, deswegen lasse ich den natürlich identifizieren. Chance to hit plus 2%. Naja, aber Damage 1 bis 8 ist schon mal was Schönes. Und der Dagger, Damage 1 bis 4, somit eine der kleinsten Waffen im Spiel. Aber was hat er? Brittleness, Decreased Durability, also verringerte Haltbarkeit. Das Ding war leider Schrott. So. Reden wir noch. Ah, genau. Der Townsman am Eingang der Kathedrale, der hat uns doch erzählt von dem Butcher. Ja. Einer Kreatur unten in den Labyrinthen, die also die Townsmen, also die Leute aus dem Städtchen, die da Bischof Lazarus in das Labyrinth gefolgt sind, wie ein Schlechter niedergemacht hat mit einem riesigen Hackebeil. Und da lassen wir uns mal etwas mehr vom guten Cain erzählen. He played upon their fears,
whipped them into a frenzied mob. None of them were prepared for what lay within the cold earth. Lazarus abandoned them down there, left in the clutches of unspeakable horrors to die. Ja, also es geht um den Sohn von King Leroic, dessen wegen ist man also in das Labyrinth aufgebrochen. Dessen wegen hat also Erzbischof Lazarus die Stadtleute ins Labyrinth geführt. Ja. So, ich werde mal sehen, was von dem Krempel ich hier verkaufe. Na, die beiden normalen Säbel auf jeden Fall. Ja, den Dagger, ja, der ist nur absolut nichts wert. Den Bronzesäbel werde ich vielleicht mal behalten. Und mal umsortieren, den Bogen, den werde ich verkaufen, den Säbel. Den kann ich jetzt tragen. Das ist schön so. Die beiden Stäbe werde ich auch noch behalten und einsetzen. So. Wow, what can I do for you? Und den Kurzbogen verkaufen. Das ist soweit. Dann schauen wir noch bei Pepin vorbei. Vielleicht hat der auch noch was. Ah. Our wells have become brackish and stagnant, and some of the townspeople have become ill. Ja, der erzählt uns jetzt von dem verdorbenen Brunnenwasser. I believe that there is a passage that leads to the springs that serve our town. Please find what has caused this calamity, or we all will surely perish. Ja, das Wasser aus dem Brunnen kann man also nicht mehr trinken. Die Frischwasservorräte des Dorfes sind begrenzt. Wir müssen also die Quelle der Verunreinigung finden, um die Dorfbewohner vor dem Tod durch Verdursten zu bewahren. Ja, da haben wir also schon zwei Aufgaben, die wir hier lösen müssen. Ich will aber nochmal bei Adriana vorbeischauen und nehme hier mal den kleinen Umweg. Nee, geht ja doch direkt. So schlecht habe ich hier die Karten in Erinnerung. Und lass mir die Stäbe hier wieder aufladen. Einmal den Staff of Charge Bolt. Und meinen Staff of Healing. Na, die habe ich eigentlich gar nicht so sehr in Anspruch genommen. Den können wir mal lassen. Das kostet ja schließlich auch was. Schauen wir mal, was die Gute mir hier noch verkaufen kann. Natürlich Potions of Mana. Ich habe allerdings nicht mehr allzu viel Geld. Potions of Mana, die also mein Mana wieder erhöhen. Potion of Rejuvenation. Die machen beides. So. Scroll of Town Portal, Scroll of Identify. Gut, das kann ich natürlich durch Kane machen lassen, wenn ich es unterwegs unten brauche. Ja, aber solche Scrolls finde ich dann unten auch noch. Scroll of Firewall, die wird nachher noch wichtig. Ja, wenn ich den Spruch nicht selber aus einem Buch lerne, dann kann ich so eine Scroll benutzen. Die sind allerdings nur einmal verwendbar. Wenn ich den Spruch richtig lerne, ja, dann kann ich ihn auch mehrmals verwenden. Und, Book of Firebolt, wenn ich 1000 Goldstücke hätte, könnte ich mir das kaufen, den Spruch lernen und dadurch aufleveln. Na, das kennt er sicherlich alles und jetzt wisst ihr auch, wo das herkommt. Dann haben wir hier einen schönen Stab im Angebot. Plentiful Stuff of Firebolt mit Extra Charges. Ne? 108 Ladungen hat der, um Feuerbälle auszuspucken. Wäre natürlich was Leckeres, aber überschreitet bei weitem meine momentanen finanziellen Mittel. Ja. Und auch dieser hier, ja, ist leider nichts für mich dabei. Und genau, jetzt können wir sie auch hier befragen. The people of Tristram will die if you cannot restore fresh water to their wells. Know this, demons are at the heart of this matter, but they remain ignorant of what they have spawned. Okay, also Adriana bestätigt uns, dass wahrscheinlich tatsächlich Demons, also Dämonen, für die vergiftete Quelle verantwortlich sind, aber nicht so richtig wissen, was sie da angerichtet haben oder was sie da gefunden haben. Ja. Dann lassen wir uns von ihr auch nochmal etwas zum Butcher erzählen. The Butcher is a sadistic creature that delights in the torture and pain of others. You have seen his handiwork in the Drunkard Farnham. His destruction will do much to ensure the safety of this village. Ja, da wissen wir dann auch, wo, wer Farnham
so zugerichtet hat. Ja, warum der also jetzt hier Alkoholiker geworden ist. Ja, die alte Schnapsdrossel.